Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 10 Updates, 18 neuen Mods und 2 neuen Karten. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen neuen Abonnenten. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Mod rundere gewickelte Grundballen von Ola Haldor, Downloadgröße 0,85 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Unterstützung für Mais Plus wurde hinzugefügt, erfordert Mais Plus 1.0.2.5 oder höher. Die nachfüllbaren Tanks kriegen das nächste Update, kommen von Puma 145, Downloadgröße 13,49 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuer Wassertank hinzugefügt, Flüssigdünger und Herbizid zum Nachfülltank für Dünger hinzugefügt. Der Fliegel AS W271 kriegt das nächste Update, kommt von Jun 3S, Downloadgröße 9,26 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, der AS W271 mit 2300 mm Aufbau hinzugefügt, kleinere Korrekturen, weitere Reifenkonfigurationen hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Pferdestall mit Paddocks von Sir Sim, Downloadgröße 5,03 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, alle Boxentüren animiert, Moddesk-Version aktualisiert. Das nächste Update kommt für die Mod Mittelgroßes Lagerhaus von Pascal Kautz, Downloadgröße 11,58 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Radführungen durch Linien ersetzt. Der Fliegel Duo von Agrar Design Austria kriegt das nächste Update. Downloadgröße 3,9 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Rotoranimation korrigiert. Der 6 Tonnen Düngestreuer von 82 Studio kriegt das nächste Update. Downloadgröße 18,95 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kennzeichen hinten hinzugefügt. Unterstützung für Base-Game-Farben hinzugefügt. Das nächste Update kommt für die globale Warentransportpalette von 82 Studio, Downloadgröße 7,06 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Autoload-Seite und Discharge-Seite hinzugefügt, um unbeabsichtigten Produktionstransfer zu verhindern. Produkttausch, wenn Säcke in der Nähe sind. Der Amazone ZGB 6001 von Mephew FS kriegt das nächste Update, Downloadgröße 12,88 MB, in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Reifenkonfiguration. Und wir kommen zum letzten Update und zwar kommt das für den Landall 845 AG Haul All Series von Custom Modding, Downloadgröße 23,9 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Landall für Crossplay nun lizenziert und als Marke hinzugefügt. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar heißt diese Pulau, kommt von Leo Leo, Downloadgröße 373,38 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt, Willkommen in Pulau. Die Karte ist eine originalgetreue Darstellung der Gebäude und des Gebietes des Dorfes Pulau, das sich in Polen in der Woiwodschaft Oppeln befindet. Auf der Karte finden Sie kleinere, mittlere und große Felder und Dinge wie ungefähr 60 neue Gebäudemodelle nach FS22 Standards aus dem wirklichen Leben, 156 Felder einschließlich Wiesen, Multiterrain-Boden 360 Grad, abwechslungsreiches Gelände, geänderte Baum- und Laubtexturen, neue Grundfarbentexturen, drei spielbare Bauernhöfe, Kühe, Hühner, Kühe plus Hühner plus zwei Silos, Schweine plus Silo oder Kühe plus Hühner plus Silo. Beleuchtung geändert, saisonale Objekte, zwei Getreideverkaufsstellen, vier Verkaufsstellen für Produkte, Sägewerk, Verkaufsstellen für Ballen, zwei Tankstellen, Milchverkaufsstelle, Möglichkeit Wasser aus dem Teich und Hydranten zu füllen, Kaufstelle für Gülle, Kalkstation Tierhändler und Sammelstücke. Ich hoffe, Sie genießen die Karte. Ich wünsche Ihnen ein schönes Spiel. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, dann kommen wir hier raus. Potowa oder Pulau, das ist der Dorfeingang. Wir schauen uns mal rum. Und gehen mal in diese Richtung. Und sehen hier, dass diese Häuser tatsächlich nicht die 0815 Häuser sind.
Wir gehen noch ein bisschen weiter der Straße lang und kommen dann zu diesem Gebäude hier. Ich gehe mal an, dass wir hier uns unserem Hof nähern. Das ist hier ein sehr ländliches Gebiet, scheint mir. Derweil wir unterwegs sind, gehen wir hier lang. Wir gehen hier lang und kommen dann hier zu unserem Hof. Das ist die PDA. Scheint mir eine Vierfachkarte zu sein. Daher ist sie auch nur für PC und Mac. Die Feldgrößen sind natürlich wirklich sehr verschieden. Von sehr kleinen Feldern 0,17 Hektar bis zu mit 6 Hektar circa. Hier haben wir ein Feld mit 13 Hektar, 10 Hektar. Das sind also dann die großen Felder. Es scheint wirklich so, als wäre es schön eingebunden in die Umgebung. Das werden wir uns dann gleich im Detail ansehen. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann fangen wir an mit unserem Hof. Das ist dieser hier, plus Feld 57 und plus Feld 53. Das sind die beiden Felder, mit denen wir starten. Der Aussaatkalender ist Standard, ohne Zusatzfrüchte. Aufträge sind natürlich genügend vorhanden, ist natürlich aber eher gedacht für mittlere oder kleinere Betriebe. Mit der Ausnahme, dass ein Feld 13 Hektar ist, ist auch nicht extrem groß, ist aber auch für die mittleren Maschinen schon sehr aufwendig. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen voreingebaut sind. Und zwar haben wir hier unten ein kleines Sägewerk. Das ist das, was voreingebaut ist als Produktionsstätte. Ansonsten gibt es keine weiteren Produktionen, die eingebaut sind. Ladestationen haben wir hier die Tankstelle, dann haben wir hier das Sägewerk. Wir haben den Misthaufen auf unserem Hof und einen Misthaufen quer gegenüber. Des Weiteren haben wir hier eine Kalkstation und die Güterverladestation. Hier haben wir noch weiter eine Tankstelle mehr. Abladestationen oder Verkaufsstellen haben wir hier. Verkaufsstelle Getreide Waldemar, große Weide für Kühe, Verkaufspunkt Jason, hier Getreidespeicher, Silo mit Getreidegebläse und unser Farmer Silo. Des Weiteren haben wir hier drüben eine Verkaufsstelle für Steine, für Stroh, den Keller, Silo mit Getreidegebläse. Wir haben Verkaufsstelle für Produkte. Wurzelpflanzen können verkauft werden und hier die Getreideverkaufsstelle. Das ist das, was eingebaut ist. Wir haben hier noch den Pulau-Teich. Hier kann man wahrscheinlich dann auch Wasser holen. Das ist das, was eingebaut ist an Abladestationen. Des Weiteren haben wir hier unten den Tierhändler. Dann haben wir hier den Shop, der ist mitten auf einem Feld. Und dann haben wir unser Farmhaus. Das sind diese Stiefel. Tierställe sind eingebaut. Einmal einen großen Kuhstall, einen mittleren Hühnerstall, ein kleiner Schweinestall und da drüben haben wir auch nochmal einen Kuhstall und einen Hühnerstall. Ich zeige diese, weil es hier ein Problem gibt, was ich entdeckt habe und da müsste wahrscheinlich dann noch ein Update kommen, aber wir kommen gleich darauf dazu. Wir gehen mal hier zu unserem Farmhaus direkt. Das ist dieses hier. Das ist unser Schlafträger. Das ist das Haus, wo wir wohnen, leben. Geöffnet werden kann es nicht. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Hier drüben haben wir unseren Hof. Das ist ein Kleinhof. Hier ist der Misthaufen. Hier ist wahrscheinlich ein Gülleabholpunkt. Hier ist das Getreidegebläse. Ist das hier zum Rausholen. Des Weiteren haben wir hier einen Hühnerstall, wobei ich hier das Tiermenü nicht öffnen kann. Ich kann die Tür öffnen, ich habe rumgesucht. Ich kann hier keinen Trigger finden, wo ich Tiere kaufen kann. Hier haben wir weitere Sachen, was zum Hof gehört. Dann haben wir hier oben haben wir noch einen Kuhstall. Auch hier, das Tiermenü wird sich nicht öffnen oder wird auch nicht angezeigt. Ich kann also hier keine Kühe kaufen. Das ist dann der Stall an sich. Wahrscheinlich so 30 Kühe passen da rein. Das ist alles spekulativ, weil es leider nicht aufgerufen werden kann. Hier haben wir das Silo und wir haben hier etwas Equipment stehen, was wir uns gleich anschauen werden. Wir gehen mal zum Viehhändler. Und schauen mal, ob wir hier Tiere kaufen können. Und es heißt, du hast zurzeit keinen Stall oder Weide. Baue zuerst einen Stall, um Tiere kaufen zu können. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn wir uns hier auf der PDA das angucken, gehört zu dieser Hoffläche, die wir
die uns gehört, gehört dieser Stall hier, der große Kuhstall und der mittlere Hühnerstall. Nichtsdestotrotz kann hier kein Tier gekauft werden, weder beim Händler noch hier direkt am Gebäude. Das Startequipment ist folgendes: einmal ein Favorit 515er und einen den Proxima HS 120 von Zetor. Dann haben wir einen Mähdrescher, den Nova 330, zwei Velga Anhänger, ein Schneidewerk und wir haben einen Pflug, einen Grubber und eine Sämaschine. Das ist das, was zum Startinventar gehört. Wir gehen mal auf einen Rundflug. Und wir können tatsächlich sehen, dass diese Karte eine Vierfachkarte ist. Das Gelände ist nicht flach. Es ist eine sanft gehügelige Landschaft. Ich finde es sehr schön gemacht. Ich kann mir das in echt tatsächlich so vorstellen. Was ich schön finde hier, wir sind hier an der Kartengrenze angekommen. Und wir sehen, dass wir eigentlich hier keinen Unterschied feststellen können. Also das Umland ist tatsächlich fest mit der Karte verbaut. Finde ich sehr schön gemacht. Und ich glaube, das könnte tatsächlich so aussehen mit diesen langen Feldern und gemischt. Und also richtig schön, richtig, richtig schöne Karte. Gibt auch verkehrt, wie wir gerade hier unten sehen können. Da haben wir, wie gesagt, unseren Hof und den Teich. Hier kommen wir schon wieder zur Kartengrenze, aber es ist kaum zu erkennen, wo die Grenze ist. Ja, das war diese Karte. Ist eine sehr schöne Karte, finde ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Vierfachkarte ist, aber es scheint wirklich sehr groß zu sein. Teilt mir doch eure Meinung über diese Karte auch unten im Kommentarfeld mit. Wir machen weiter mit der zweiten neuen Karte und zwar heißt dieser Wilder Flusswald. Kommt von Karl TG und Pixel Farms, Downloadgröße 220,59 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen im Wild River Forest. Wild River Forest hat viele Funktionen wie Sägewerk, Zugsystem, Einkaufszentrum, Bauernmarkt, Getreidemühle, lokales Lagerzentrum. An dieser Verkaufsstelle können Sie alle FS22 Endeprodukte und Produkte verkaufen. Benutze definierte Schuppen mit 3D-Texturen. Benutze definiertes Laub, dunklerer Blick auf die Karte, mehrere Waldgebiete, mittelgroßer Bauernhof. Benutze definierte Beleuchtung, 40 Sammlerstücke. Benutze definierte Hole-Macra-Bäume. Benutze definierte Oxygen-David-Naturgeräusche. Bereiche für Placeables, aber Sie müssen einige Bäume fällen. Ich hoffe, euch gefällt die Karte. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, dann kommen wir hier bei dieser Bushaltestelle an. Das ist der Farming Simulator 22er Fahrplan. Das ist also hier, wo wir die Karte betreten. Das ist die PDA. Wir stehen hier. Das ist also hier diese Bushaltestelle mit einer freien Fläche. Das ist die Karte. Es gibt ziemlich viel Waldstücke, die man bebauen oder bearbeiten kann. Hier sieht man auch schon, es gibt hier eine Eisenbahn, einen Zug. Das Startequipment, das Startinventar ist dieses Feld hier, inkludiert den Hof plus Feld 6, 7 und Feld 8. Der Aussaatkalender ist Standard, auch hier gibt es keine Zusatzfrüchte. Aufträge sind auch hier vorhanden. Produktionen, die verbaut sind, dann haben wir hier die Biogasanlage 1 Megawatt. Wir haben hier eine Schreinerei und das war es schon, was an Produktionen verbaut ist. Ladestationen haben wir hier, die Elektroladestation und das war es auch schon. Ablade- oder Verkaufspunkte haben wir verschiedene Sachen hier. Wir haben hier den Silberlaufwald, wir haben hier lokales Speicherzentrum, der Gesteinbrecher, wir haben hier das Sägewerk, wir haben unser Hofsilo, wir haben auch hier ein Restaurant, dann haben wir hier das Einkaufszentrum, den Viehhandel und die Getreidemühle. Auch hier haben wir die Ausfahrt zum Silberlaufwald. Des Weiteren haben wir hier unten den Viehhandel, hier haben wir unser Bauernhaus und hier haben wir den Fahrzeughändler. Wir gehen mal zu unserem Bauernhaus. Das ist dieses hier, da steht auch unser Pickup. Auf dieser Karte ist es nicht so, dass das Bauernhaus direkt am Hof gebaut ist. Hier haben wir einmal unser Sammelstück, gibt 1000 Euro. Es gibt drei weitere Anhänger und natürlich andere weitere Sammlerstücke. Wir gehen mal hier zum Hof rüber und zwar gehen wir hier zum mittleren Treibstofftank. Das ist unser Spawnpunkt, den wir auswählen können.
Wir haben hier einiges an Equipment stehend. Der Hof hier ist sehr schlicht gehalten. Es gibt ein Silo, es gibt einen Unterstand. Des Weiteren haben wir hier auch nochmal ein paar Unterstände mit auch noch etwas Equipment da. Ansonsten haben wir hier direkt am Feld schon stehend unsere Traktoren plus die Arbeitsgeräte, die gerade gerade gebraucht werden. Also hier, und wir haben dann hier unten haben wir dann noch den Drescher stehen. Wir schauen uns mal das Start-Equipment an und wir können sehen, dass wir den Massey Ferguson 8S haben als mittelgroßer Traktor. Bei den Großtraktoren haben wir 4 Stück, das ist nicht schlecht. Wir haben einen 8RT von John Deere, wir haben den 7R, wir haben den T8435 und den Fendt 942. Das sind diese 5 Traktoren, die wir insgesamt haben. Mit Drescher haben wir den X9, das ist ein großer Drescher. Dann haben wir den Teleskoplader, wir haben den Pickup, den haben wir gesehen. Wir haben einen Anhänger, einen Big Body von Krampe. Wir haben natürlich ein Schneidewerk für das Getreide plus den Schneidewerkswagen. Wir haben einen Steinesammler, einen Tiefenlockerer, eine Sämaschine, eine Düngespritze von Harty. Wir haben einen Striegel, wir haben etwas an Teleskopwerkzeugen und das war es, was zum Start-Equipment gehört. Auch hier machen wir einen Rundflug. Ich kann hinzufügen, dass hier nirgendwo ein Tiergehege verbaut ist. Absolut null. Also es gibt keine vorgefertigten oder vorgebauten Tiergehege. Muss alles selbst hingebaut werden, sei es das gewünscht. Das ist die Karte von oben. Ist eine Standardkarte. Ist sehr abwechslungsreich, also hat, wie gesagt, hier ein Zugsystem. Wir haben hier die Verladestation, die BGA hier unten. Und ja, wir haben auch hier den Wasserholpunkt, also einen Teich. Die Karte scheint fast flach zu sein, von oben gesehen, also scheint ziemlich flach. Ja, ist organisch geformt, also macht Sinn. Und ja, das ist diese Karte hier. Hier gibt es sehr viel Wald für die Holzliebhaber. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen zu dieser Karte. Und damit kommen wir zu den weiteren neuen Mods. Und zwar ist die erste neue Mod, der Lizard 1000 Sackhaken, kommt von Groovy, Downloadgröße 1,45 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Sackhaken hier, wiegt 90 Kilo und kostet 2000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft den Haken an sich. Und der Anbau, der Rahmen hier, das ist dann zu wählen natürlich auch aus der Standardpalette. Und ja, das ist dies hier. Dieser wird an einen Frontlader angebaut. Wir kommen zum Rabewerk LS15. Dieser kommt von Rona an Schlüterfahren 1977 und Lauser Play. Downloadgröße 6,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ach, wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Dies ist ein Grupper mit einem Gewicht von 479 Kilo. Braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 14.000 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen Design 1, Design 2, 3 und zurück zu 1. Dann gibt es bei den Walzen eine Standardwalze und die Krümelwalze. Die nächste neue Mod heißt Lizard Kompaktlader Werkzeugadapter, kommt von HT Modding, Downloadgröße 0,2 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Adapter hier? Wiegt 100 Kilo und kostet 1200 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dieser Adapter, mit diesem Adapter kannst du Kompaktladerwerkzeuge an den Frontlader anbauen oder sogar an den Dreipunkt. Der Schalek AKM 172 ist die nächste neue Mod, kommt von Hydraulik, Downloadgröße 0,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein Tiefenlockerer, wiegt 190 Kilo, braucht 23 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,6 Meter, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 750 Euro. Das Fahrgestell kann geändert werden, und zwar die Farbe aus dieser Farbpalette hier und betrifft natürlich den ganzen Rahmen. Die nächste neue Mod heißt Planierschild, kommt von Charwist One, Downloadgröße 1,14 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier einmal das Planierschild und einmal das Schneeplanierschild. Das Planierschild wiegt 250 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern und kostet 500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier.
Das Schneeschieberschild ist dieses hier, hat dieselben Ausmaße wie Gewicht wie Preis und auch hier haben wir dieselbe Farbpalette. Wir kommen zum Unia Krutiac 2,50 Meter, kommt von PushGap, Downloadgröße 8,45 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Grubber hier, kommt mit einem Gewicht von 540 Kilo, braucht 31 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,50 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 2.500 Euro. Die Walze kann verändert werden, einmal mit Single-Walze, doppelte Walze oder keine Walze hinten dran. Anzahl der Zinken kann geändert werden von 11 zu 15 und zurück zu 11. Tablets, das sind Warnschilder, die können hinzugebaut werden in der Version alt, neu oder kein. Räder gibt es die alten oder die neuen. Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette hier und betrifft das obere Gestell. Und die Designfarbe kann aus derselben Farbpalette gewählt werden und betrifft die Zinken und die Rollen. Die nächste neue Mod heißt Universeller Flüssigkeitstransport, kommt von Piercy, Downloadgröße 39 kb in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Sind alle Base Game Flüssigkeitsanhänger, die umgemodelt wurden, und zwar können die jetzt alle Flüssigkeiten aufnehmen, das heißt alle Ölsorten, Traubensaft und so weiter, alles kann hier aufgenommen werden, man braucht also keine separaten Anhänger mehr. Wir schauen nur kurz an, weil wir haben hier Farboptionen, das heißt hier die Hauptfarbe zum Beispiel, der obere, der Tank, und unten haben wir dann die Möglichkeit, die Räder entsprechend zu färben. Wir können die Kapazität verändern zu unreal, also von real zu unreal, das ist einfach die doppelte Menge. Das haben wir auch hier, Kapazität unreal, real, das ist einfach die doppelte Menge. Auch hier haben wir dieselben Farboptionen. Beim Yoskin, beim Kleinen, haben wir auch die Möglichkeit, hier die Kapazität auf unreal zu ändern. Auch hier ist es die doppelte Kapazität. Auch hier haben wir eine etwas andere Farbpalette, die Standardpalette, die etwas erweitert worden ist. Wir kommen zum Fuel Tank Lizard T3000 von MDZ Company, Alonso Modding, Downloadgröße 3,92 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Dieselanhänger hier, kommt mit einem Volumen von 3000 Litern, wiegt 5,5 Tonnen und kostet 6.300 Euro. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, alles andere kann nicht geändert werden. Aufgrund der Aufschrift würde ich sagen, der Modder ist in Spanien zu Hause oder zumindest in einem spanisch sprechenden Gebiet. Wir kommen noch zu einem weiteren Treibstofftank, und zwar ist das Lizard Kraftstofftanks Paket, kommt von JD Modding Arc, Downloadgröße 12,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tank hier, kommt mit einer Füllmenge von 3000 Litern, wiegt 3,5 Tonnen und kostet 6000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu 5000 Liter, zu 7000 Liter und zurück zu 3000 Liter. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden aus der Standardpalette, dann die Designfarbe natürlich ebenso und dann haben wir noch die Felgenfarbe, das spricht für sich. Wir kommen zu einer Doppelmod, und zwar heißt diese Annaburger HTS 3416, kommt von Vertex Design und Raftnix. Hier in der Version für alle Plattformen hat diese 18,71 MB Downloadgröße, ist in der Version 1.0 und ist wie gesagt für alle Plattformen. Dann gibt es noch die Version für nur PC und Mac, und zwar hat diese dann eine Downloadgröße von 44,33 MB in der Version von 1.0 und ist, wie gesagt, für PC und Mac. Wir schauen uns erstmal diesen an für PC und Mac ausschließlich. Und zwar kommt diese mit einem Füllvolumen von 46 Kubikmetern, wiegt 10,6 Tonnen und braucht 240 PS. Der Preis? Gute 95.000 Euro. Die Konfiguration hier kann geändert werden mit keiner Trennwand, mit einer Trennwand. Das heißt, hier könnt ihr zwei verschiedene Ladegüter laden und dann entsprechend natürlich überladen. Das ist der Unterschied zu der anderen Version, die für alle Plattformen ist. Diese Option besteht da nicht. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Reifenvarianten kann ich hier nicht ändern. Aufkleber gibt es ja, und zwar ist das dieses hier, oder keine Aufkleber. Entladerohr gibt es die Kornrutsche oder aber die Saatgutschnecke und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Grau und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Wir schauen uns noch ganz kurz die Version an, die für alle Plattformen ist. Das ist überall dasselbe, außer dass wir hier keine Trennwand einbauen können.
Wir kommen zum Bison Super Z056. Dieser kommt von Lost Gamer. Downloadgröße 22,08 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit diesen zwei Elementen. Einmal den Bison Super, das ist dieser hier, kommt mit einer Leistung von 100 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 200 Litern, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Der Contact hat ein Füllvolumen von 3540 Litern, wiegt 7,7 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten kann ich mal durchgehen, Breitreifen und zurück zu Standard. Das war's schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten hierzu. Dazu gibt es das Schneidewerk mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen. 4,2 Meter ist die Arbeitsbreite, 10 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 17.000 Euro. Die nächste Neumod heißt MAN TGX Kran HKR HKL Pack. Dieses kommt von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 39,88 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Pack hier, das sind zwei LKWs. Der eine ist dieser hier, kommt mit einer Leistung von 500 PS. Wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Litern, 60 Litern DEF, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 15,2 Tonnen und kosten 170.000 Euro. Aufkleber können hinzugebaut werden, Design 1, 2 und so weiter. Da gibt es, glaube ich, 5 oder 6 Versionen. Dann gibt es bei den Reifenherstellern die Möglichkeit zu wählen zwischen Nokian und Continental. Dann die Reifenvarianten hier, da kann ich mal ein bisschen durchklicken. Das sind 3 Versionen. Spiegelkappen gibt es in Silber, Schwarz, Edelstahl oder Chrom. Reflektorenstreifen, das sind diese Streifen hier, gibt es ja oder nein. Rundumleuchten gibt es ja, Warnbalken oder nein. Frontblitzer gibt es ja oder nein, das sind hier unten. Sonnenblende gibt es klein, groß, spezial oder nein. Spoiler gibt es auch noch, das ist diese hier. Eine Bullbar, da gibt es mit verschiedenen Variationen, ja, Design 1 und so weiter bis, glaube ich, Design 4. Winterweise können hinzugebaut werden, ja, natürlich hier. Dachbar gibt es auch, das ist diese hier. Auch hier gibt es verschiedene Versionen mit verschiedenen Beleuchtungstypen. Steinschlag-Schutzgitter gibt es hier vorne. Dann gibt es Steinwerfer-Steinschutz, das ist diese hier. Dann gibt es einen Zusatzkühler, kann hinzugebaut werden. Sonnenblendenmaterial Plexiglas, Plastik und zurück. Fanfare gibt es ja. Motorenausführung gibt es die Version mit 500 PS, mit 640 PS oder 880 PS. Backbar, das ist hier hinten zu finden. Da sind auch Beleuchtungselemente dran. Da gibt es mit Licht oder nur normal. Zusatzspiegel gibt es auch. Das ist dann hier der Seitenspiegel hier. Heckleuchten gibt es auch. Die werden hier hinten hinzugebaut. Design 2 und so weiter. Das sind diese Heckleuchten hier. Dekoration gibt es ja oder nein. Das sind hier ein paar, eine Schaufel und ein anderes Werkzeug. Dann gibt es hier den Hakenlift, die Farbe, die kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, ist natürlich hier der Haken. Kotflügel kann natürlich gewählt werden, dass wie ihr das möchtet. Dann Kabine oben, Kabine unten, dann die Sonnenblende, dann die Felgenfarbe, das spricht natürlich klar für sich, ist die Felge. Das ist diese Option, die wir hier mit haben. Dieser LKW ist gedacht, um IT-Runner-Systeme zu unterstützen. Dann gibt es noch die zweite Version, die ist absolut identisch, außer dass wir hier zudem noch einen Ladekran haben. Kostenpunkt hier 200.000 Euro. Alles andere ist absolut identisch, außer es gibt hier natürlich noch ein paar weitere Farboptionen bezüglich des Krans. Ja, hier haben wir die Fanfare. Das kennen wir ja schon bei HR Forst und Fahrzeugbau. Ein Problem, das ich festgestellt habe bei der Version mit dem Kran, ich konnte den Hakenlift nicht bewegen, weil die Taste X hier nicht für das Bewegen des Hakenkrans belegt ist, sondern für das Öffnen des Krans. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, hier den Hakenlift im Prinzip zu bewegen. Passend dazu kommt die nächste neue Mod, und zwar ist das der Metaltech IT 35 Custom. Kommt von GTX, Downloadgröße 4,95 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
ist dieser Überladewagen hier, der gedacht ist, eben gerade mit Hakenlift auf einen IT-Roller-Plattform geladen zu werden, kommt mit einem Volumen von 35 Kubikmetern, wiegt 4,2 Tonnen und kostet 56.000 Euro. Die Abdeckung kann entfernt werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Abdeckungsfarbe natürlich ebenso. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, was Fahrzeuge und Anbauteile betrifft. Und zwar heißt dieser Class Corio Pack, kommt von Hispano, Downloadgröße 17,3 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Pack hier, kommt mit zwei Schneidwerken für Sonnenblumen und Mais und natürlich den entsprechenden Schneidewerkswagen. Wir fangen an mit dem 1675C Corio. Das ist 4 Tonnen schwer, hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern, 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet knappe 100.000 Euro. Markenaufkleber können geändert werden. Hier gibt es Arco, Case, Class, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, kein Aufkleber und die normale Lizard Aufkleber. Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette hier und betrifft das Hauptgerät. Und die Zinken können entsprechend hier gewählt werden aus der Standardpalette ebenso. Dasselbe gilt natürlich für den 2475er, der ist dann 4,8 Tonnen schwer, hat eine Arbeitsbreite von 18 Metern. Das ist das erste so breite Schneidewerk für Mais und für Sonnenblumen, kostet knappe 160.000 Euro. Auch hier gibt es die Markenaufkleber, auch hier haben wir dieselbe Farbpalette, was Hauptfarbe und Designfarbe betrifft. Die Anhänger, gibt es nicht viel zu sagen hier. Der kleine wiegt 2,8 Tonnen, kostet 16.500 Euro. Rundumleuchten kann man hinzubauen, ja oder nein. 2 Stück, 3 Stück, 4 Stück und so weiter und so fort. Und da könnt ihr natürlich selbst auswählen, welches Modell ihr wollt. Auch hier gibt es die Markenaufkleber. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden hier aus derselben Farbpalette, die wir schon gesehen haben. Die Designfarbe hier ist dieses hier. Farbreflektierende Streifen kann hier entsprechend ausgewählt werden. Und dann gibt es noch die Felgenfarbe. Das ist dies hier. Dasselbe gilt auch für den großen. Das ist dann für 18 Meter. Wiegt 3,7 Tonnen und kostet 24.500 Euro. Hier kann die Hinterachsposition geändert werden. Die Rundumleuchten, die Optionen haben wir gesehen. Alles andere bleibt wie gesehen. Die nächste neue Mod heißt Gemüse, Gewächshäuser, Melonen und Wassermelonen von Fred und Fracasses. Downloadgröße 8,28 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Gewächshäuser. Ist dieses Gewächshaus hier. Kostenpunkt zum Platzieren 11.500 Euro. Unterhalb pro Tag 150 Euro. Wie könnte es anders sein? Hier werden Wassermelonen und Melonen hergestellt oder gezüchtet. Es braucht Wasser, Saatgut und Flüssigdünger, um diese beiden Melonen herstellen zu können. Also hier haben wir die Wassermelonen. Das sieht lecker aus. Das gibt wieder richtiges Sommergefühl. Die nächste neue Mod heißt Fachwerkscheune, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 17,34 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Gibt es einmal die Fachwerkscheune, das ist diese hier, in der weißen Farbe. Dann gibt es hier die andere mit den Backsteinen, also sehr schöne und sehr rustikale Version. Kostenpunkt zum Platzieren 31.500 Euro, Konter Unterhalt pro Tag 50 Euro. Das ist diese Scheune hier. Sehr schön gemacht, finde ich. Hier gibt es die Lichtoption. Dann gibt es diesen kleinen Unterstand hier. Auch hier gibt es eine Lichtoption. Ja, das ist also einmal die weiße und das ist die Backsteinversion. Und wir haben es geschafft. Wir sind hier bei der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Alter Zaun und Tor. Kommt von Didex 96. Downloadgröße 5,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Dekoration und Zäune. Ganz hinten finden wir einmal das Zaunelement. Dann gibt es das Tor. Das ist dieser hier. Kostenpunkt zum Platzieren 120 Euro. Und das Zaunelement pro Element 90 Euro. Ist dieser Zaun hier klassisch. Wunderbar. Auch Sound gibt es. Ja, das ist diese Sound-Version. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, möchtest du kein weiteres Video dieser Art verpassen.
Morgen ist Freitag, morgen kommt meine Tochter. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen nicht, wir sehen uns am Montag wieder. Daher wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.